Sicherheit, liebe Parteigenossin Svenja Schulze. Wir haben schon öfter Kontakt zu dir gesucht und sind bei deiner parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzel-Dürsutter hängen geblieben. Darum freuen wir uns umso mehr, dich heute hier in Freiburg persönlich begrüßen und ansprechen zu dürfen. Eigentlich sollten wir uns jetzt nicht mehr groß vorstellen müssen, aber für alle, die uns zum ersten Mal wahrnehmen, wir, Deutsche und Franzosen, kommen von der Mahnwache Dreifland. Wir stehen seit April 2011 jeden Montag ohne Unterbrechung auf dem Neudorfplatz im Freitag und mahnen gegen die Gefahren der Atomkraft. Wir leben die deutsch-französische Freundschaft im wahrsten Sinne des Wortes und haben mit unseren Aktionen mit dazu beigetragen, dass dieser Funke auch auf die politische Ebene überspringt. Wo früher eher diplomatisch abgestimmte Statements abgegeben wurden, stehen heute immer mehr Lokalpolitiker von beiden Seiten des Rheins nebeneinander und sprechen so wie wir, zwar in zwei Sprachen, aber mit einer Stimme. Ich erinnere an die Veranstaltung in diesem Frühjahr und an gemeinsame Auftritte von Bürgermeister Oliver Hein, Präsidentin Brigitte Klinkert, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Präfekt Laurent Duvet, um nur ein paar Namen zu nennen. Wir vermissen solch gemeinsame Auftritte und klare Worte auf der großen politischen Bühne. Ja, heute aber nicht. Das mag auf der großen politischen Bühne, das mag auch wegen der stetigen Wechsel deiner Amtskollegen in Paris sicherlich kein leichter sein. Trotzdem wünschen wir uns mehr öffentliches Engagement, vor allem beim Thema AKW Fessenheim. Aus Berlin vernehmen wir immer wieder die Ausrede, du hast es vorher gesagt, Fessenheim liegt in Frankreich und das Abschalten liegt allein in französischer Hand. Das haben wir im Paisland immer wieder anhören müssen. Inzwischen gilt dieses Argument bei uns nicht mehr. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen Deutschen und Franzosen hier im Herzen Europas. Und ein Gau im ältesten und pannenanfälligsten Atomkraftwerk Frankreichs Fessenheim wird sich an keine Landesgrenze halten. In diesem Sinne bitten wir dich, ja fordern wir dich auf, liebe Svenja, nimm diese gewachsene Entwicklung aus dem Dreieckland mit nach Berlin und trage sie weiter nach Paris. Wir, Deutsche und Franzosen, hier am Oberrhein, wir haben uns das Recht genommen, über Staatsgrenzen hinweg zu denken und zu leben. So wie es in Berlin und Paris gerne in Sonntagsreden in die ganze Welt hinaus posaunt wird. Es wird Zeit, dass ihr dem Beispiel derer, die euch gewählt haben und ihr politisch zu vertreten habt, es wird Zeit, dass ihr unserem Beispiel folgt. Da bietet sich die sofortige und endgültige Stilllegung des Atomkraftwerks in Fessenheim förmlich an. Das hätte dann noch den positiven Nebeneffekt, dass die anstehenden Planungen und Ausführungen der Post-Fessenheim-Projekte vorzeitig in Angriff genommen werden können und dass der lang ersehnte und bitter nötige wirtschaftliche Aufschwung im Elsass früher beginnt. Kaisers Bürgermeister Oliver Hein hat es am 25. Mai in einer Ansprache auf dem Marktplatz in Kaisach auf den Punkt gebracht. Einfrieren aller Planungen und finanzieller Zusagen, bis das AKW Fessenheim nicht abgeschaltet ist. Liebe Svenja, wir danken dir für deinen Besuch. Als kleines Präsent haben wir die Anti-Atom-Fahne gegeben und zwei DVDs. Das Video haben wir auf der Feier vorgestellt und es ist französisch untertitelt. Also bitte schenke ein Exemplar deiner Amtskollegin. Wir freuen uns über jede positive Nachricht aus Paris und fordern nochmal: Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Abschalten! Jetzt! Dankeschön! Oui! Dankeschön! Yes! Vielen Dank! Thank you.